Hallo Leute, wie ihr seht, schneit es bei mir gerade. Ist richtig schön. Die letzten zwei Tage hat es hier ordentlich geschneit. Zwar nicht so sehr, wie der Wetterbericht gesagt hat. Er ist davon ausgegangen, dass es 20 bis 40 cm schneit. Hier liegen jetzt so gut 10 cm rum. Momentan schneit es gerade und ich hoffe, im Laufe des Abends kommt noch ein bisschen Schnee daher. Ich bin heute draußen unterwegs, weil ich eine Nacht im Wald übernachten will. Meine erste Winternacht. Ich bin gespannt, wie sich meine Ausrüstung macht. Ein Teil davon kann ich euch ja nachher noch ein bisschen zeigen. Als Schlafsetup nehme ich eine Hängematte und mal schauen, wie das wird. Jetzt spaziere ich erstmal da ein bisschen durch den Wald und suche mir einen schönen Lagerplatz. Bis später. Schaut euch mal die schneebedeckten Zweige an, die über den Weg hängen. Ist doch einfach nur herrlich. Wird auch langsam Zeit, dass der Winter da ist. Wir haben jetzt Anfang Januar und jetzt haut es ordentlich Schnee her. Mein Lager steht mittlerweile. Ich konnte es leider nicht filmen, da es ziemlich ordentlich geschneit hat. Und wie der Zufall so will, kommt jetzt natürlich noch die Sonne heraus. Ist natürlich typisch. Ich werde jetzt ein bisschen Feuerholz sammeln gehen und dann mir ein kleines Feuer machen, damit ich mich ein bisschen aufwärmen kann. Und danach werde ich die Hängematte aufbauen, mein Schlafsetup herrichten und einfach noch einen gemütlichen späten Nachmittag ausklingen lassen. Wir gehen jetzt erstmal Feuerholz sammeln. Kommt mit. Nachdem das Feuerholz jetzt bereit liegt, kommt mein neuestes Spielzeug zum Einsatz. Ich habe mir die große Buschbox gekauft. An dieser Stelle einen schönen Gruß an Carlos. Ja, ich habe sie mir bestellt und da ist sie jetzt und jetzt werde ich sie ausprobieren. Der Aufbau ist schon mal total einfach. Das klappt doch schon mal ganz gut mit der neuen Buschbox. Mein erster Eindruck von der großen Buschbox, tipptopp. Lässt sich einfach entzünden, auch mit feuchtem Holz. Die zieht extrem gut. Nachdem jetzt erstmal das Feuer brennt, geht es einem doch schon viel besser. Leckeres Gulasch mit Brot. Das tut gut bei dem kalten Wetter. Lecker.
Leckeres, warmes Essen im Wald und schönes Feuer, was will man mehr? Und von der neuen Bushbox bin ich richtig begeistert. Mein Schlafsetup ist jetzt fertig. Ich habe die Hängematte aufgehängt. Die Isomatte ist drin, Schlafsack ist drin. Der kann sich jetzt ein bisschen ausbreiten, damit die Chilloft-Faser schön flauschig ist. Und dann werde ich mir jetzt noch einen Tee machen, den Abend genießen und irgendwann in die Hängematte kriechen. Das Teewasser kocht jetzt. Ich trinke jetzt noch meinen Tee, dann werde ich das Feuer noch ein bisschen entfachen und später werde ich dann in die Hängematte hüpfen. Guten Morgen, Leute. Es war eine richtig, richtig kalte Nacht. Ich schätze mal so minus 10 Grad. Es war richtig frisch im Schlafsack, aber es hat doch funktioniert. Mir war einigermaßen warm. Ich konnte relativ gut durchschlafen. 2 bis 3 Mal bin ich aufgewacht. Und ja, war eine recht angenehme Nacht. Zwar nicht so angenehm wie zu Hause, aber ging doch recht gut. Ich werde mich jetzt aus dem Schlafsack rausschälen, mir die dicke Jacke anziehen, ein Feuerchen entzünden, ein bisschen Morgensport machen, dass ich warm werde. Und dann werde ich mir erstmal einen Tee machen und schauen, wie es weitergeht. Bis gleich. Das Feuerchen brennt schon richtig ordentlich. Mittlerweile sieht man wieder ein bisschen was. Mein Lager habe ich mittlerweile abgebaut. Ich habe leider vergessen, das Ganze zu filmen. Aber das kann ich beim nächsten Mal dann machen. Hier sind überall frische Spuren von Tieren. Vermutlich waren es Rehe. Über Nacht hat es hier noch ein bisschen geschneit. Ich schätze mal 5 cm. Richtig schön, alles weiß. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Ist noch ein bisschen zum Auto hin. Mein Fazit zu meiner ersten Winterübernachtung. Es gibt einige Sachen, die ich nicht dabei hatte. Zum Beispiel eine anständige Bodenplane. Ich hatte einfach keinen Platz, wo ich meine Ausrüstung ausbreiten konnte. Und die Übernachtung selber war sehr frisch. Ich habe mir noch eine Wolldecke mitgenommen und die hat mir dann den Arsch gerettet über Nacht. Mit der Wolldecke ging es dann recht gut. Wie gesagt, es hatte ungefähr minus 10 Grad. Und ja, war angenehm. Ich habe ein paar Stunden durchgeschlafen, dann wieder aufgewacht, dann wieder ein bisschen geschlafen. Und für die nächste Tour gibt es dann einfach ein paar Anpassungen und dann wird es besser laufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao!